Alice Coopers Auftritt war gestern Abend einer der Höhepunkte beim Festival dieses Jahr. Kaum zu glauben, der Mann wird in einem halben Jahr 70. Mhm. Aber da ist er auch in bester Gesellschaft. Denn von wegen, Wacken ist nur was für die jungen Wilden. Sie ahnen nicht, wer sich da gestern am letzten Festivaltag noch dahin aufgemacht hat. Er betreut Busreisen das Metteldorf. Auf dem Weg dahin macht Andreas Langhans Halt in einem Landgasthof in Dithmarschen. 6 Stunden Fahrt liegen bereits hinter der ungewöhnlichen Gruppe mit dem klaren Antrieb. Neugier. Man hört ja so viel. Und da haben wir gedacht, fahren wir mit. Mein Sohn ist auch da und der ist gar nicht zufrieden, dass ich komme. Aber ich sage, ich wink dir nicht zu, habe ich gesagt. Die Idee, Ausflüge nach Wacken zu organisieren, hatte Andreas vor 10 Jahren. Kurze Frage, haben wir denn jetzt schon wieder alle an Bord, neben Mann, neben Frau? Neben Frau ist wichtiger wie neben Mann. In Wacken findet ihr leicht 9. Bei der ersten Fahrt aus Dagebüll saßen gerade mal 21 Gäste im Bus. Das Vorhaben stand auf der Kippe. Wenn wir heute in der Zeitung anpreisen, dass wir Richtung Wacken fahren, eine Tagesfahrt machen mit Essen so oder Grillen, so wie wir es heute gemacht haben, dann ist der Bus oder die Busse innerhalb von 5-6 Stunden ausgebucht und jeder will mit nach Wacken und dort erleben, was dort geboten wird. Einmal Wacken für nun 78 Gäste. 2 davon sind Ina und Hadina. Sie wollen sehen, was es mit der Musik und den Metalheads auf sich hat. Dafür sind die beiden Frauen von der Insel Föhr heute bereits um 4 Uhr früh aufgestanden. Von der Müdigkeit jedoch keine Spur. Das Gelände erkunden sie zu Fuß und finden eine Überraschung. Ich habe das Fernsehen mitgebracht. Guck mal. Lüge. Nee. Wir haben ihn mitgebracht. Du Dussel. Wer ist das? Mein Sohn. Und er hat gesagt, ich soll hier nicht hin. Nee, ich wollte kontrollieren, dass sie auch nicht kommt, aber jetzt kommt sie. Aber jetzt hat er gewartet. Ja, natürlich. Ich habe den Bus ja gesehen, den konnte ich ja nicht mehr weglaufen. Und dann noch eine Überraschung. Ja, alle mit. Nee. 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 Seid ihr die Band? Ihr seid doch gleich auf der Hauptbühne da, ne? 75.000 Menschen und knapp 400 Fußballfelder Platz. Die Wahrscheinlichkeit, zufällig jemand Bekanntes zu treffen, ist gleich 0. Und dann kommt noch der Sohn von Ina. Die ziehen sich doch magisch an, diese Führer. Aber natürlich gibt es immer noch große Unterschiede zwischen den Wacken-Touristen und den echten Metalheads. Ich habe gedacht, hier torkelt alles drum, also betrunken. Besoffen. Besoffen, habe ich gedacht. Ich kann nicht. Bin angenehm überrascht, die sind ja alle ganz normal, fast so wie wir. Die frechen Kinder? Ich kann dir über die Straße helfen. Kein Problem. Schönen Nachmittag euch. Einen Unterschied gibt es dann aber doch. Ich mag ja lieber Blasmusik. Glücklicherweise bietet Wacken dann doch für jeden etwas. Dafür lohnt sich dann auch ein 18-Stunden-Ausflug.